Wann wieder Tag 1? Gut. Na gut. Ich denke, der Punkt ist einfach der, bei der aktuellen Löschung von Streams und Clips, die urheberrechtlich geschützte Musik enthalten bei Twitch. Die dürften da gar nicht sein in the first place. Die Musik dürfte gar nicht da drin sein, wenn die jeweiligen Streamer sich vorher die AGB von Twitch durchgelesen hätten. Ja, das ist einfach der Punkt. Wenn sich ein Streamer null, das ist eine Möglichkeit, hat sich null mit dem Urheberrecht beschäftigt und macht einfach. B hat gemerkt, dass es gut ankommt, weiß, worum es beim Urheberrecht geht. Hat aber gemerkt, dass es gut ankommt bei den Zuschauern, wenn er Hip-Hop und R&B oder weiß ich nicht was spielt. Beziehungsweise ist der gesamte Stream, zum Beispiel bei einem DJ, darauf ausgerichtet, Musik zu präsentieren von anderen Leuten. Dabei aber nicht bedenkt, dass normalerweise, wenn jemand sowas in einem Club oder irgendwo macht, der Club dafür verantwortlich ist, entsprechende GEMA oder auch, das gibt es in Amiland auch, diese RIA-Gebühr zu zahlen. Das aber bei Twitch quasi wegfällt und er selber dafür da sein verantwortlich wäre, diese Lizenzen zu erhalten. Und das nicht tut, dann ist das quasi schon bewusst gemacht. Und ich würde sagen, geschieht ihnen ganz recht. Und es ist immer so gewesen. In den Artist Guides steht von Twitch, da steht nichts anderes drin als vorher. Außer, dass irgendwann Twitch Syncs zum Beispiel dazukommt. Und in dem Zusammenhang habe ich das damals auch mehrere Male vorgelesen. Und darauf verwiesen, warum Twitch Syncs ausgenommen ist in den AGB von Twitch. Und man zum Beispiel eben auch Twitch Syncs Videos dann als Clips speichern kann. Tatsächlich wird es automatisch von Twitch erledigt, fast. Und die Dinger bleiben auch länger als 2 Monate drin. Im Grunde für ewig, weil es sind Clips und keine Videos. Und dass es dann aber nochmal eine ganz andere Geschichte ist, wie Twitch das behandelt und wie YouTube das behandelt. Wenn ich das dann zu YouTube rüber schicke und dann Tequila von mir so gut interpretiert wurde, dass es als Original gelöscht wird bei YouTube. Ja, es hat sich von Twitch aus hat sich nichts geändert. Die RIA geht, die Recording Industry
Auf Amerika geht seit Samstag, Sonntag verstärkt gegen Twitch vor. Obwohl die so eine Content-ID haben. Nee, hier steht Panzerfahren mit Stresemann. War Sander. Dann mach ich mal eben ein Stündchen. Oder bei mir, aber ich habe das hier aktualisiert. Panzerfahren mit Stresemann. War Thunder steht bei mir. Und da du hier chatten kannst, denke ich, dass zumindest der Teil okay ist. I don't know. Really don't know. I really don't care. Okay, was war's? Die Frage ist halt, wenn die auch gegen deutsche Streamer vorgehen. Ich hoffe, dass man Monte auch mal erklärt, wie das funktioniert mit Urheberrecht. Jürgen, meine ich. Monte, wie gesagt. Hier die deutsche Übersetzung der Community Guidelines zum Thema Musik ist nicht anders als vorher, wie gesagt. Wo sind wir denn hier? Mal zu meinem Kollegen da hinten.
Das war sehr seltsam.
Mit 7 von 8. Weil ich schon gewundert, dass ich so gut platziert bin. Alte Musik wie diese zum Beispiel. Nur weil eine Musik alt ist, heißt das nicht, dass sie geschützt ist. Nicht geschützt ist. Vor allem gerade dann, wenn sie von dem London Symphonieorchestra oder wem auch immer erst kürzlich neu eingespielt wurde. Dann ist das die Performance des London Symphonieorchestras. Und als solche geschützt. Auch wenn es gregorianische Gesänge sind oder so. Ich bin schon wieder bei Realistic. Why? Indie-Musik sollte man doch hören dürfen. Die Spiele sind nicht gemacht worden, um weltweit gestreamt zu werden. Die sind dafür gemacht, dass du die in deiner eigenen Butze spielst. Und dafür hat der Spielehersteller die Musiklizenz gekauft. Zum Beispiel bei GTA oder so. Und wie gesagt, man kann das Radio auch ausmachen. Wenn die Musik so untrennbar mit dem Spiel verbunden ist, dass du die eben nicht ausmachen kannst, kannst du die in den Optionen immer noch ausstellen. Dass das Spiel Musik drin hat und dass du das Spiel gekauft hast, berechtigt dich nicht dazu, diese Musik darüber hinaus öffentlich vorzutragen. Darum geht's. Und selbst wenn das Spiele sind, wo es darum geht, wie ein Beat Saber oder Guitar Hero oder weiß ich nicht wo, wo es genau um die Musik geht, dann kannst du das halt nicht streamen, wenn du die Rechte dafür nicht hast. Das ist einfach der Punkt. Ja, das ist das, was
Soundtrack macht, Stimmung erzeugen, zu unterstützen. Und man kann die auch spielen. Ist ja nicht verboten, die zu spielen. Es ist nicht möglich, die zu streamen, wenn man es ernst nimmt. Thank you.
2016.
Thank you.
Leider habe ich keine Artillerie. So. Wir nähern uns dem Ende.
Herrlich. Wie ein Boot. Ja, so ungefähr. Habe ich halt null Deckung, ne? Der war nicht schlecht. Thank you.
Good luck, Kefan alle. And please enjoy your send RP for all Ellie's.
wenn ihr nichts sehen. Komm ich nicht hoch? Keine Ammo mehr.
Klobrett.
So eine Schwachsinnsrunde. 16. Habe ich verdient. Ich gehe nicht rein. Ein noch. Dann werden die Katzen gefüttert. Und dann geht's zurück auf die Insel. In der Reise des Lebens. Hast du dir das angeguckt, Katze? Weiß ich gar nicht mehr. King of Hawaii.
fällt dir nichts ein. Fällt mir nichts ein.
Jo. Okay, dann gehen wir gleich mal rüber zu Journey of Life. Bis gleich. Nee, ich höre gerade. Das hat sich erledigt. Bis gleich.